Mr. Solid fragt Beatsmeet: Zockt ihr eigentlich noch viel privat oder nehmt ihr mittlerweile so gut wie alles auf? Also da ich des Öfteren ja auch bei Counter-Strike und Co. als Faker beschimpft werde, zocke ich auch privat, wie ihr seht. Und eine ganze Menge sogar. Also von The Walking Dead muss ich momentan noch spielen. Risen, Counter-Strike Global Offensive, Battlefield 4, Battlefield 3, NBA, Destiny und so weiter. Das spiele ich alles noch nebenbei, ohne Aufnahmen. Also ich spiele relativ viel noch privat, besonders wenn ich einfach mal die Klappe halten will beim Reden, was mir generell recht schwierig fällt. Aber es gibt einfach Spiele, die möchte ich einfach spielen, ohne sie aufzunehmen. Ja, also wir nehmen schon sehr viel auf, aber ab und zu möchte ich mich einfach hinsetzen, den Mund halten, mir vielleicht bestimmte Stellen im Spiel eine halbe Stunde lang ansehen und dann ist es gut, wenn ich weiß, dass ich nicht am Aufnehmen bin. Ich zocke auch noch relativ viel privat. Derzeit ganz viel Diablo 3 und manchmal auch noch CSGO. Es liegt einfach daran, dass man halt wirklich auch mal runterkommen muss, einfach mal gechillt zocken muss, ohne dass man die ganze Zeit in der Aufnahme ist. Und ja, halt einfach gechillt. Man muss nicht dauerhaft labern, Musik hören dabei. Das ist auch mal echt entspannend und eigentlich ganz cool. Also irgendwie spielen wir noch, also ich persönlich spiele privat eigentlich noch sehr viel. Ich nehme, ja, bis auf FIFA ja die Battles auf, aber so die Singleplayer-Spiele oder was, Assassin's Creed, gut, das Let's Play ich auch. So Spiele spiele ich dann halt auch privat gerne. Letztens ja noch Destiny am Wochenende auf Level 20 gezogen, dann einfach mal im Stream ein bisschen gezeigt, aber so das ganze Spiel habe ich privat gespielt, klar. Warum sollten wir nicht spielen? LOL, Hearthstone, wie viele Stunden Hearthstone ich schon privat gespielt habe, meine Güte. Also, ja. Wir haben früher, am Anfang von Beatsmeet, als wir noch wirklich so teilweise 20, 25 Videos am Tag rausgehauen haben, habe ich wirklich alles aufgenommen, was ich gespielt habe, so frei nach dem Motto so, oh ja, ist das uns verschwendet. Mittlerweile machen wir das nicht mehr, was aber auch dem zu schulden ist, dass wir Folgen, die wir nicht für gut befinden, rausschmeißen, mit Ausnahme jetzt von der Season, aber in Modern Warfare oder auch in TTT, was irgendwie viele Folgen wir schon weggeschmissen haben. Ansonsten, man möchte zwischendurch auch mal eine Runde privat spielen, einfach ohne Aufnahme, Stress in dem Sinne, einfach gechillt, eventuell müde, eventuell will man gar nichts sagen, so wie ihr das auch könnt, weißt du, man sitzt einfach vorm PC, daddelt ein bisschen und deswegen kann man die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Wir zocken halt auch privat, die Menge, es ist auf jeden Fall noch was, aber keine Ahnung. Also ich sage, ich zocke auf jeden Fall mehr für YouTube als für privat. Beides macht Spaß, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Wir nehmen mittlerweile nicht mehr alles auf, was wir spielen. Wir hatten mal so eine Phase, wo wir wirklich gesagt haben, hey, wenn du ein Game zockst, dann nimm es doch auf. Ist doch quasi das Gleiche und alles andere wäre ja irgendwie verschwendet. Aber davon sind wir wieder weg, weil es ist halt eben nicht das Gleiche, ob man aufnimmt oder ob man spielt. Halt nicht genau das Gleiche. Man nimmt halt auf und das ist halt, man muss, finde ich, es ist gesünder, wenn man das Hobby weiterhin noch so behält, wie man es kennengelernt hat und halt nicht immer alles aufnimmt. Weil dann vergeht einem irgendwann, glaube ich, ein bisschen die Lust an Gaming, wenn man alles immer aufnehmen muss. Aber hier und da mal was nur für sich alleine zu spielen, ist auch wichtig.